Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe gerade Frau Kramp-Karrenbauer guten Tag gesagt und mich entschuldigt, dass ich nachher vermutlich Ihre Rede nicht höre, weil ich Zugfahrer bin und das ist so eine Sache. Ich muss jedenfalls noch einen kriegen zurück und ich gebe zu, derzeit ist das so, dass es nicht so richtig auffällt, ob Streik bei der Bahn ist oder nicht. Aber in der Regel dann, wenn Sie einen Zug kriegen müssen, fährt er pünktlich. Und deswegen kann ich vermutlich nachher die Rede nicht hören. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich muss allerdings jetzt natürlich dem Hamburger ersten Bürgermeister erstens recht geben. In der Tat, ich bin Hamburg-Fan, das darf ich sogar zu Hause sagen. Denn ich komme nicht aus Hannover. Und das Schlimmste, was Sie einem aus Goslar antun können, ist, dass Sie ihn entweder mit einem Hannoveraner oder mit einem Braunschweiger verwechseln. Die einen waren Welfen, die anderen waren königlich-preußische Provinz, was man ihnen gelegentlich heute noch anmerkt. Wir waren reichsfrei und später richtiges Preußen und übrigens Hansestadt und älter als Hamburg. Nun habt ihr es ja, lieber Robert Habeck, das Bild ist nicht nur, dass die Hamburger nicht knien, sie knien vor allen Dingen nicht vor den Papisten. Das ist der Ausdruck dieses Bildes. Und deswegen kann man also einem Hamburger Bürgermeister fast nicht zumuten, ihm den Rat zu geben, bevor das nächste Mal über Goslar spricht, zum Papst zu gehen. Würdest du das tun, würdest du beim Rausgehen auf eine große Weltkarte treffen. Auf der Mitte der Weltkarte ist die wichtigste Stadt der Welt. Das ist Jerusalem. Sehen Sie? Und gleich links daneben ist Goslar. Wen finden wir nicht auf der Karte? Hamburg und Berlin. Ich gebe zu, die Karte ist 1000 Jahre alt. Aber es zeigt, es gab Zeiten, da konnte man Europa regieren ohne Kommission. Und das passierte aus Goslar heraus. Nicht aus Hannover. Das tu mir nicht nochmal an. Ansonsten ist das eine wunderbare Stadt und ich freue mich wirklich, hier zu sein. Beim Robert Habeck will ich nur eine Bemerkung machen. Robert, dass du dir Gedanken machst über die Frage, mit welcher Hand man wie täuscht, das glaube ich. Das glaube ich. Und möglicherweise einer der wenigen verbliebenen Sozialliberalen in der SPD muss ich natürlich meinen Freund Wolfgang Kubicki gegen dich in Schutz nehmen. Der übrigens, das gebe ich jetzt mal zu, der eigentliche Grund ist, warum ich hier bin. Weil, Herr Schümer, wir wollen ehrlich bleiben. Ne? Als er versucht hat, mich herzuholen, habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, für 10 Minuten, 6 Stunden An- und Abreise, Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Und das nur, weil ihr Pfeffersäcke in Hamburg euch den Spaß machen wollt, 3 Narren aus der Politik einzuladen, die euch hier bespaßen. Und, na ja... Das Einzige, was das zeigt, ist, dass ihr wisst, wie man mit Geld umgeht, denn bei jedem Künstler hättet ihr Gage bezahlen müssen. Und dann hat der Kubicki gesagt, lass dir das nicht entgehen, geh da hin. Ich war auch da, du musst das auch ertragen. Deswegen, Wolfgang, ich folge ja eigentlich immer deinem Rat. Ob mir das in der Politik immer geholfen hat, bin ich nicht so sicher. Ich weiß jedenfalls eins, lieber Robert Habeck. Sisyphus war garantiert ein Sozialdemokrat, was das Runterrollen des Steines angeht. Also, das zu Beginn. Ich wünsche Ihnen gleich mal am Anfang vor allen Dingen alles Gute zum neuen Jahr. Glück und Gesundheit. Man muss beides haben, Glück und Gesundheit. Spätestens seit der Titanic wissen wir das, denn die Passagiere waren alle gesund. Aber hatten nicht so richtig viel Glück. Und nun ist das nicht so, dass wir derzeit in Deutschland auf der Titanic sind und in Europa, aber eine Menge Eisberge schwimmen da schon durch die Weltmeere. Und wir werden ganz schön zu tun haben, uns da durch zu navigieren. Ein früherer wichtiger Alliierte, der den Westen verlässt und bei dem man auch nicht mehr so ganz sicher sein kann, was er mit der NATO anstellen will. Dann die Digitalisierung, die unsere Wertschöpfungsmodelle auf den Kopf stellt. Neue Mächte wie China, bei der manche immer noch glauben, die Seidenstraße sei eine romantische Erinnerung an Marco Polo. Und dann der Brexit.
Aber auch da kann man, wenn man auf solche Eisberge zufährt und irgendwie nervös wird und unruhig, bei den Hamburgern was lernen. Ich habe letzte Woche was in der Elbphilharmonie gelernt über die Hamburger. Und ich glaube, das ist ein guter Ratschlag für viele. Da war das St. Pauli-Theater in der Elbphilharmonie zu Gast. Das ist so ungefähr, als ob Bremen und Hamburg fusionieren würden. Und da waren die Musiker des St. Pauli-Theaters. Einer von denen war Stefan Gwildis. Und der sagte, es gäbe eine ganz besondere Hamburger Meditationsmethode, wenn es zu unruhig wird, zu nervös, wenn es schwierig wird und man nicht richtig weiter weiß. Da würden die Hamburger seit Jahrhunderten eins machen, an den Hafen gehen, sich auf den Polder setzen, Schiffe gucken und 2 Stunden lang die Schnauze halten. Ich zitiere, es ist nicht meine Wortwahl. Polder hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Therapie auch für die Welt. Stellen Sie sich mal vor, wenn der Trump uns das nächste Mal anmacht, schicken wir alle dem in Twitter und sagen, Polder hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten. Stellen Sie sich mal vor. Oder wenn der Erdogan uns wieder als Nazi-Deutschland bezeichnet, ne? Erdogan, ganz ruhig bleiben, Polder hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten. Oder wenn die Italiener das Geld zum Fenster rauswerfen wollen, ich wiederhole das jetzt nicht, Sie können sich das ja merken, nehme ich an, als Hamburger ist ja Ihre eigene Methode. Übrigens auch in der Innenpolitik, ne? Stellen Sie sich mal vor, wir hätten dem Seehofer zur Mitte des letzten Jahres das Hamburger Modell empfohlen. Polder hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten. Oder beim Gauland, wenn der über Vogelschiss und deutsche Geschichte redet, ja? Oder manchmal kann man das sogar aus Hamburg Leuten empfehlen. Stellen Sie sich vor, der Olaf hätte bei der Kanzlerkandidatur sich erinnert an den Ratschlag. Oder Wolfgang, wenn wir beide der Andrea Nahles begegnen. Denken wir einfach kurz. Oder? Also. Aber nehmen Sie es mir nicht übel. Es ist eben nicht nur lustig und nicht nur mit fröhlichen Sprüchen zu bewältigen, sondern was da auf uns zukommt, das ist schon ganz schön kräftig. Und wir müssen aufpassen, dass wir in unseren öffentlichen Debatten nicht 2 Fehler begehen. Der erste ist, dass wir uns über Dinge aufregen, die möglicherweise wichtig sind, aber die vielleicht sozusagen uns ablenken davon, was morgen kommt. Dass wir nicht zu viel in die Vergangenheit und in die Gegenwart investieren und zu wenig in das, was auf uns zukommt. Wie erhalten wir Wohlstand morgen? Damit wir ihn auch morgen fair verteilen können. Oder wie schaffen wir das, dass wir in Europa souverän bleiben? Dass wir hier entscheiden, wie wir leben wollen und nicht in dieser neuen G2-Welt zwischen China und den USA irgendwie ständig erklärt bekommen, wie wir angeblich leben müssen. Dafür werden wir manches investieren müssen in die Europäische Union, auch Geld übrigens. Was sind wir für eine glückliche Generation, die die EU gegründet haben? Die haben das getan, weil sie wussten, es geht um Leben und Tod. Da hatten die ziemlich viel Mut. Wir sind heute eigentlich eine glückliche Generation. Bei uns geht es immer nur ums Geld. Also, da kommt schon ganz schön was auf uns zu. Und so wichtig manches ist, was wir debattieren, Hartz IV, Paragraph 219a, all das mag wichtig sein, aber aufpassen. Es ist möglicherweise ein bisschen viel, was wir dort investieren und ein bisschen wenig über die Frage, wie Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt auch morgen noch in Deutschland und Europa existieren. Und selbst manche Skandale, die wir erleben, wie der Hackerangriff, der ist nun wirklich nicht besonders dolle. Ich habe übrigens nicht gewusst, dass sich Vorschläge der SPD so unmittelbar umsetzen, denn die SPD, meine Partei, hat vor ein paar Wochen Daten für alle gefordert. Ich habe
Ich gedacht, dass das so schnell geht. Aber ernsthaft, selbst sowas, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit mit sowas vergeuden. Und das Zweite, und darum wollte ich Sie bitten, dass wir uns das gemeinsam vornehmen in diesem Jahr. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht so tun, als ging es immer nur um die 10-15% Schreihälse in unserem Land. Sondern wir müssen schon aufpassen, dass wir wissen, dass irgendwie 90%, vielleicht sind es sogar mehr, jeden Tag arbeiten gehen, sich im Ehrenamt nach Feierabend engagieren, abends an der Bettkante ihren Kindern und Enkeln eine Geschichte vorlesen und einfach schlicht und ergreifend anständig leben. Und ich finde, wir müssen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik allemal viel mehr zeigen, dass wir wissen, dass die Deutschland repräsentieren und nicht die 10% Schreihälse, die es bei uns gibt. Es gibt auch bei uns eine Menge zu tun, keine Frage, von der Schule über die Bahn. Und manchmal müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel Unsinn machen. Ich meine, da betrügen Automobilhersteller ihre Kunden und im Ergebnis sperren wir die Innenstädte, stellen Kameras nicht etwa auf, um Verbrechen zu verfolgen, sondern um der in gutem Glauben einen Diesel gekauft hat, da reinfährt und der das falsche Auto hat, dem dann ein Bußgeldbescheid zuzuschicken. Das finden Leute auch irgendwie komisch. Oder während wir hier uns ständig über die Probleme der Automobilindustrie in der Vergangenheit unterhalten und übrigens die begrenzte Ressource Ingenieure mit den Motoren von gestern beschäftigen, erfinden andere Mobilität und das Auto ganz neu. Also aufpassen, dass wir wissen, um was es wirklich geht. Und dass wir die adressieren, die dieses Land in den vergangenen Jahrzehnten kräftig gemacht haben, gut gemacht haben. Und dass wir dabei nicht vergessen, welchen Schatz wir mit Europa haben. Denn das ist wirklich etwas, das will ich dann am Ende auch ganz ernsthaft sagen, was eigentlich ein weltweit einmaliges Beispiel ist. Gerade in einer Zeit, wo irgendwie alles Kopf steht. Überlegen Sie sich mal, was da unseren Eltern und Großeltern in Europa gelungen ist. In nur einer Generation ist es gelungen, aus erbitterter Feindschaft erst Partnerschaft und dann Freundschaft werden zu lassen. In einer Generation. Nirgendwo auf der Welt ist das bisher gelungen. Meine Großmutter hat noch das Lied gesungen, der Franzos mit der roten Hose. Das war der Erbfeind. Für meinen Vater waren Polen Polacken, Menschen zweiter Klasse. Unvorstellbar für die beiden, dass ihr Sohn und Enkelkind in einem Europa aufwächst mit 27, 28 Freunden und Partnern übrigens. Ich weiß, dass es schwer ist, aber was immer wir tun können, sollten wir tun, um die Briten so eng wie möglich bei uns zu halten. Das ist nicht irgendein Land, das da bereit ist zu gehen. Aber das ist ein großer Schatz. Und ich glaube, den zu bewahren, auch als weltweites Beispiel, dass das gelingen kann, wenn Menschen es wollen, in einer Generation erbitterte Feindschaft zu überwinden. Das ist, finde ich, das große Beispiel, das wir mit Europa haben. Und wenn uns trotz dieser guten Ideen und Gedanken, trotz dem Willen zum Europa manchmal die Galle übergeht, wir uns ärgern über Europa oder über die Politik oder was der Geier was, dann immer an die Hamburger Meditation denken. Poller sitzen, Schiffe gucken, 2 Stunden Schnauze halten. Alles Gute, Glück auf, sagt man bei uns, für Hamburg und seine Bürgerinnen und Bürger.